Ah, hier. Ich weiß jetzt, was ich mal machen könnte. Ich könnte bei dem Ding hier hinten aber die Ticketpreise erhöhen. Da stehen so viele vor. Damit will ich auch mal Geld machen. So. Gut, hiermit fahren möchte noch keiner. Kommt dann wahrscheinlich erst. Hallo, Daddel. Ich hoffe, es geht dir gut. So. Ich meine, dann können wir hier einmal ganz kurz mit der Erde. Wie großflächiger. Mir geht's soweit ganz gut. Und selbst? So. Okay, Afrika und Tropen. Das passt ja. Afrika, Tropen. Ich würde gerne einen Sinn austreiben. Wir überleben einen Sinn austreiben. Was denn? Was hast du gegen mein Unicorn? Hast du schon einen Fuchsgehege gebaut? Ja! Das Fuchsgehege haben wir gebaut. Oh, schon wieder dieser scheiß Elefant. Ich hasse euch. Wieso? Ich habe. Ich kann mich nur wiederholen. Der Techniker kommt eine Minute, nachdem die Barriere kaputt ist. Unfähig. Zeigen, zeigen, zeigen. Benjamin ist blöd. Das hier ist das Fuchsgehege. Und das hier sind unsere Baby-Füchse. Weil sind das wirklich noch die Babys? Doch, ich glaube. Was? Nee, ist sogar schon ausgewachsen. Aber, oh. Ich dachte erst, das wäre ein Bug, aber die waren tatsächlich so.
glaubt erst, es wäre ein Bug. So, eure Filterungszeit ist zwar noch nicht, aber. Wobei doch, da! Total süß, frech, total unkaputtbar. Ja. So niedlich. Jetzt sind unsere kleinen Füchse. Ernsthaft. Ihr seid scheiße. Ich hasse Elefanten. Ich hasse Elefanten einfach nur. Ich hasse diese Viecher. Die machen mich wahnsinnig. Freue mich echt doch in die Verzweiflung. Wenn sie die Dinger. Weißt du, vor allem, warum? Also diesmal kann ich so wirklich nicht nachvollziehen. Ich finde sie sehr schön. Ja, ich nicht mehr. Ich hasse sie mittlerweile. In diesem Spiel zumindest. Die machen nämlich nichts als Ärger. Die kommen ohne ersichtlichen Grund, selbst wenn die Scheibe ganz ist, kommen sie aus ihrem Gehege raus. So. Ich hoffe, es gibt jetzt Ruhe. Noch das hier. die meisten, glaube ich, im Lörg, ja. Wegen Fußball, glaube ich, auch. Weil Deutschland spielt ja gerade. Also denke ich mal, dass die meisten auch im Lörg sind. Zumindest weiß ich, dass Frisch jetzt im Lurk ist und Fußball guckt. So. Wir brauchen richtiges Dschungelfeeling. Und das Spiel ist abgestürzt. Ich hab drauf gewartet. Na gut, aber wir hatten zwei Streams, wo es nicht abgestürzt ist. Zum Glück ist der letzte Speicherpunkt nicht so lange her. Jetzt muss es nur starten. Nein! Ja. Bin heute zum Arzttermin wegen der ersten Impfung. Ich kam in Frankfurter Applaus rein und meinte, ich halt nicht mehr aus. Das ist sofort für mich. Ich brauchte das. Mussten wir lachen. Oh Mann.
Das ist ja fast so wie Fotos, wenn er irgendwo beim Arzt reingeht und dann mit seinem Norddeutsch anfängt. So ungefähr genauso. Oder wenn Fotos nervös ist, ich aber auch, und wir erzählen den Leuten dann einfach irgendeinen Scheiß, den die Leute gar nicht interessiert. Oh, voll der blaue Gänse. Nee. Kenne ich tatsächlich nicht. Ist mir sichtlich unbekannt. Ich bin gerade froh, dass ich wieder ins Spiel reingekommen bin. Erinnere mich beim Spielwechsel nochmal dran. Und ich habe jetzt Angst, rauszutappen. Ich habe Angst, dass mein Spiel gleich wieder sagt, schreibe ich jetzt nicht hinzu, verdammt. Nee. Nee. Hätte ich nicht gemacht. Wäre aber eine Möglichkeit. Vielleicht google ich es doch. Wenn ich eine Alexa hätte, würde ich sagen, Alexa, google das für mich. Alexa, erzähl uns einen Witz. Gott sei Dank habe ich keine Alexa. Befürchte? Ah. Ich wollte gerade sagen. Hier sind wir aber nicht stehen geblieben. War klar. War sowas von klar. Nee. Na gut, dafür ist der Elefant hier noch nie ausgebrochen. Na, das ist ja immerhin etwas. Okay. Und jetzt einmal hier hin. So, und ich komme wieder den ganzen Tisch voll. Und jetzt hoffen, dass ich hier wieder alles erwische. Auch noch was. So ein kleiner Krummel fehlt auf jeden Fall noch. Kleinere Krümel. Ich weiß nicht, wo das letzte sein soll. Das ist wie so bei so einem Wimmelbild. Ah, jetzt. Der Begriff Frankfurter Applaus bezeichnet eine spezielle Geste.
Der auf Drogenkonsum anspielen soll. Zur Ausführung der Frankfurter Kunst streckt man seinen linken Arm aus und rechten auf die Armbeuge. Heroin. Kann ich nicht Heroin vorbereiten? Okay. Nett. Nett. Sieht aus wie so Pestbeulen. Aber gut zu wissen. Wieder was dazugelernt. Ja. Und afrikanisch. So, und jetzt hier irgendwie einen Urwald rauszaubern. Musik ist wieder tot. So. Netzanemonen. Mal. Und noch einer. Riesig. Ja, so wie der hier. Mal speichern. Nicht, dass ich das hier gleich alles nochmal machen muss. Deine. Ah ja, das war das Riesige. Das waren die riesigen Mammutblätter. Bitte nochmal Füllerei morgen, damit Disziplin an Simba gezielt futtern. Ja, mit den Medikamenten. Wir Fitze werden. Dann für sich was abnehmen. Wird hart, aber machbar. Dann viel Erfolg dabei, Daddel. Viel Erfolg. Ich glaube fest an dich. Setzen wir natürlich noch Tropenfelsen rein. Kilogramm als erste Etappe. Bei 100 Kilogramm. Ich müsste eigentlich auch wieder. Aber noch habe ich ein bisschen mit meinem Knie zu kämpfen. Ich werde mal so in einer Woche kann ich auch wieder anfangen. Mit meinem Sport. Noch ist mir das ganze Ding ein bisschen zu verkrustet und tut noch ein bisschen weh. Leider. Ja, wie gesagt, beim Knie geht's so lala.
Also ich kann zwar schon wieder nochmal laufen. Rennen ist so. Und ja. Aber es wird. Es wird. Alles gut. Nächste Woche geht das wieder. Liegt vielleicht auch noch mit an dem Stoff, der noch mit drauf ist. Hat ja tatsächlich ordentlich geblutet. Das war sogar für meine Verhältnisse etwas sehr viel. Also was heißt viel, aber. Ne? Mein Knie ist nach dem Kurs das Wichtigste. Hast schon recht, aber das ist nichts, wo ich mir jetzt gerade großartig Sorgen mache. Also was Knieverletzungen angeht, das bin ich mittlerweile schon gewohnt. Das habe ich ja regelmäßig, dass ich auf die Schnauze falle. Dafür gibt's Elektroschocker. Ach was. Papplapapp. Ist zwar kein gutes Weibchen, aber auch einfach mal mit rein. Leute wollen noch nicht fahren, mitfahren. Mein Wein ist alle in Panik. Also ich habe noch mehr als genug. In der Garage. Wobei stimmt, so ein schöner Wein. Das fand tatsächlich Leute damit. Geil. Fischstäbchen. Ja. Unter anderem. Da sind auch noch zwei Minischnitzel. Und ein paar Kartoffelsachen mit bei. Also nicht viel, ist halt nur so eine Kleinigkeit. Richtig gegessen hatte ich vorhin. Der hat nur so als kleiner Snack. Heute Abend ist es ja nicht so viel mit Abendessen. Ist neben dem Stream ein bisschen schlecht. Das klingt ausgesprochen lecker. Ist es auch. Ist es auch. Das hat tatsächlich Leute einsteigen, ey. Da steigen tatsächlich die Leute ein. Leute, es gibt hier noch nichts zu sehen. Vor allem auf dieser Ecke nicht. Steigt doch lieber da hinten ein. Da gibt es wenigstens schon was zu sehen. Also hier so eine Kleinigkeit. Keine Schwebebahn mehr. Doch. Die ist hier. Wie ist hier die Schwebebahn? Und für das Safariland oder quasi die Ebene ist dann halt das hier vorgesehen. Wenn du bist, dann bitte mit Sprungschanze, Looping und Schrauben. Das ist hier nicht ganz so möglich.
Oh ja. Dekoriere ich da noch ein bisschen? Dynamischer Moosfelsen. Huch. Was wird denn nicht aktualisiert? Nicht bis viel. Far Cry 4. Nee. Far Cry 4 besitze ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Hier sind die Kleinen. So, jetzt sollten sie hoffentlich genug haben. Oder? Ja, gut. Passt. Da habe ich bei Twitch stundenlang wieder 2000 gehabt. Ich bin fast irre geworden. Ein guter Anfall. Ich habe dann mein Bitcard sehr installiert, was ewig dauerte. 30 gegen Esther wert raus, naja, raus, neu, rauf, alles wieder tutti. Die Bilder auf Amazon waren echt. Wäre es wieder mehr als 4 Zeilen. Mir egal. Oh Mann. Du erlebst auch Sachen. Das war nicht ganz sicher. Du, alles gut. Ich bin schon gerne nüchtern. Aber ich bin auch am Überlegen, ob ich mir vielleicht Wein genehmige. Also ein, zwei Gläsle. Mal schauen. Muss eigentlich. Ah. Okay. Gerade geguckt, wo mein anderer Eistee ist. Da ist noch so viel drin. Und wieder nur mit einer Person dran. Oder? Ne, mit gar keiner. Bestimmt mir jetzt eine 1 TB SSD und 16 GB RAM. Genau, müsste ich nachgucken. Sieht man mal rum. Oh Mann. Aber ich. Ich habe eine 8 TB externe. Neben meinem PC noch. Hab mehr als genug Platz. Zum Glück.
So. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Ich habe ja nicht angegeben. Ich habe nur erzählt, was ich habe. Angeben, finde ich, ist noch mal was anderes. Angeben wäre dann, wenn ich noch gesagt hätte, ach, guck mal, was ich habe. Ist das nicht toll? Du, was wäre dann eher angeben? Oder, haha, ich hab das und du nicht. Das ist angeben. Meiner Meinung nach. Kann man drauf gehen? So, ja, das ist dieses Affending. Warum habe ich das jetzt nicht gerade aufgenommen von Frisches? Warum habe ich den Schrein nicht aufgenommen? Warum mache ich sowas nicht? Der war cool. Ja! Nein! Doch! Ah, schön. Oh je. Vor allem eigentlich soll mein verehrter Freund eigentlich nicht so rumschreien. Wegen eines gewissen Termins, den er heute hatte. Eigentlich. Oh, das ist cool. Ich guck gerade, was ich hier. Ich setze mir das jetzt hier nicht hin. Ich gucke einfach gerade nur. So gute Laune. Also als Anregung für Ideen. Ist aber nichts dabei, was ich haben wollen würde jetzt gerade. Das ist cool. Also hier möchte ich dann auch noch ein Gehege hin haben. Können sie aber nicht rüberlaufen, ne? Nee. Das heißt, es würde nur einmal darüber gehen. Gut, ich könnte aber. Ah, nee, dazu müsste ich das jetzt einmal lahmlegen, ne? Um hier ein Tor hinzumachen. Nicht einfach gerade. Verstehe man nicht, wieso man beim Fußball nicht einfach ruhig sitzen bleiben kann. So. Wir haben überlegen, was wir hier reinsetzen könnten. Eine Giraffe möchte ich da noch nicht reinsetzen. Giraffen könnten wir hier hinten. So, hier vielleicht. Reinsetzen. Was haben wir denn nach dem Bunkus hier noch? Über das Nashorn, das möchte ich aber auch erst woanders hinpacken. Dingos sind nicht afrikanisch, ne. Gut, die Erdflagge, die brauche ich da nicht reinpacken. Die verirren sich ja.
gepan. Wozu benötigst du 8 Terabyte? Ich bekomme nicht mal 600 Gigabyte zusammen. Ich brauche 800 Gigabyte für das Videomaterial. Ich lade meine Streams ja im Nachhinein runter. Lade die bei YouTube hoch. Genauso wie ich ja auch noch Videos für YouTube selber aufnehme. Und das kommen so einige Terabyte zusammen. Ich glaube, ich habe jetzt von den 8 Terabyte 3 Terabyte voll an Videomaterial. Und dann sind dann. Aua. Dann sind dann natürlich auch noch Spiele mit drauf. Unter anderem. Wird dann das raus. Oh Gott sei Dank. Dann hat der Spuk endlich ein Ende. Dann ist die Scheiße endlich vorbei. Oh. Ich habe so Mannschaften, die sollten vielleicht nicht unbedingt mehr spielen. Das gehört dazu. So, was mache ich jetzt hier für ein Tier rein? Ich wollte gucken. Also das Nashorn fällt raus. Ich bin am Überlegen mit dem Gepard. Geparden. hier ist bei Twitch oder YouTube, jetzt musst du die bei dir gespeichert. Nur verstehen. Twitch löscht für gewöhnlich nach 2 Wochen die Videos. Aber da ich Amazon Prime besitze, speichert Twitch meine Videos für 60 Tage. Für euch und für mich. Und ich lade meine eigenen Videos runter. Ich könnte sie auch nebenbei aufnehmen, aber dann funktionieren einige Spiele nicht mehr. Weil einfach zu viel Belastung drauf ist. Das packt. Also der PC ist gut, aber das packt er insgesamt nicht. Deswegen lade ich die dann halt runter. Und ja, bearbeite die dann nochmal. Also schmeiße die dann nochmal in ein Renderprogramm. Da schneide ich die dann zusammen. Bearbeite sie, bearbeite den Ton und so weiter und so fort. Bearbeite dafür dann auch noch die Thumbnails, also die Bilder, wenn man sie halt sieht. Und für YouTube selber mache ich es wie jetzt, nur dass ich halt nicht streame. Ich spiel, nehme es auf. Das funktioniert dann nämlich nebenbei, komischerweise. Und das packe ich dann auch auf die externe. Und dann mache ich das genauso wie bei den Streams und bearbeite das. Und da kommen dann so einige Gigabyte zusammen. Weil es dann natürlich auch in HD rendert. Das sind dann meistens so, also ein Video hat zwischen 10 und 20 Gigabyte. Und die Streams haben teilweise eine Größe von bis zu 100 Gigabyte. Oh, was ist für eine Festplatte? Wie heißt du denn nochmal? Das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Da mal ausmachen. Ja, bestimmt viel Datenraum. Habe ich das hier unten bei mir drin? Ne, ich habe nur die Grafikkarte mit drin. Na gut, ich habe 32 GB RAM. Und ich weiß gar nicht, wie viel Speicher ich habe. Festplatte ist auf. Also. Grafikkarte ist zumindest. Nvidia GeForce. Aber. Welche weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste ich alles nachgucken. Aber die Zeit und die Lust habe ich gerade nicht.
Meine Equipment-Liste ist sowieso noch lange nicht vollständig. Oh Gott, dieses Spiel endlich mal vorbei. So. Aber gepaart. Wie gesagt, wir sind hier immer noch ein bisschen am Rumsuchen, was wir schließlich hier reinpacken. Okay, der Jaguar ist. Kaffernbüffel. Kaffernbüffel können wir holen. Hilfe. Aber bis wohin machen wir das Gehege? Vor allem, wie sollen eigentlich die. Kann ich einen Gehegegang in einem Gehegegang machen? Ist es so, dass die darüber gehen? Nein, geht nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte dann da so einen schönen. Okay, warte, wir machen hier einmal kurz das Tor rein. Normalerweise ist das kein Problem. Oder 76 ist das Spiel nebenher eine Doku auf YouTube zu gucken. Ja, das kann ich nebenbei auch. Aber es bedarf noch ein bisschen mehr Leistung. Etwas auf HD aufzunehmen, etwas in HD zu streamen. Das packt. Also, mein Rechner packt das schon, aber dann spinnt das Aufnahmeprogramm, was ich hier habe. Das macht das Ding nicht mit. Da habe ich schon getestet alles. Also nebenher, wenn ich jetzt zocke, ein Spiel anmache und auf der Konsole quasi auch noch was runterlade, was hier rüber läuft. Funktioniert auch super. Kriege ich auch hin. Oder drei Sachen runterladen, spielen und noch was anderes machen. Geht auch. Aber zum Beispiel kann ich auch nicht ein Video bearbeiten. Also in meinem Renderprogramm durchlaufen lassen. Das halt. Ne? Das kann ich nicht machen und nebenbei zocken. Das geht nicht. Weil das Spiel läuft dann zum Beispiel nicht mehr flüssig. Und dasselbe ist, wie gesagt, wenn ich streame, den Stream aufnehme und dasselbe Programm, ich muss es zweimal geöffnet haben, über hierüber auch noch streame. Das geht nicht. Dafür brauche ich entweder einen zweiten Rechner, den ich zwar habe, der die Leistung aber nicht bringt, oder ein anderes Programm. Das Modul von Twitch an, welches es benötigt. Das ist von Twitch ist noch nicht mehr das Problem. Also mit Twitch selber, so wie gesagt, kann ich alles nebenbei wunderbar machen, aber ich kann halt gewisse Sachen nicht nebenher machen. Zum Beispiel, wenn ich Assassin's Creed Valhalla zum Beispiel spiele, nebenbei render und nebenbei ein Video gucke, das geht nicht. Video gucken und Valhalla zocken geht. Rendern und Valhalla zocken geht nicht. Oder Twitch und Valhalla, das geht. Oder wenn ich halt jetzt hier aufnehme. Halt. Streamer und Spielspiele, das geht auch. Kommt drauf an, in welcher Auflösung das Spiel ist. Wenn ich Valhalla zum Beispiel spiele in voller Auflösung, dann würde es im Stream auch nicht mehr laufen. Wenn ich es auf extrem hoch spiele. Das würde es auch nicht mehr mitmachen. Das ist das Seltsame daran. Also entweder, wie gesagt, bräuchte ich ein anderes Programm, womit ich das machen könnte. Oder einen noch besseren PC. Aber nein, mein PC ist gut. Dem bin ich zufrieden. Das ist also das kleinere Übel. Das deutlich kleinere. So und wie? Aua. Also gleich gehe ich da hoch.
Wie kann ich jetzt diese Scheißstrecke bearbeiten? Ach, warte. So, jetzt kann ich Strecke bearbeiten. Wo kann ich jetzt das... Warte mal, wenn ich das hier wegmache. Wir stellen jetzt hier... Mach das weg. Nein. Ja. Ja. Das ist wie so ein Baukastensystem hier. Ach, das... Okay, es muss also doch auf dem Boden liegen. Das ist ja scheiße. So. Huch. Nein. Das ist gut. Und das da? Muss ich für die Video auf dem Tisch direkt 7 weitere Seiten auf dem Direkt-Tisch sein zu lassen. Mit dem nur ein Ramsch und dann der SSD läuft. Wasser kriegst du auch noch rein. Jetzt breche ich dann auch nicht raus wollen. Also wie gesagt, mit Twitch so an sich. Warte mal. Habe ich gar kein Problem. Macht's alles super. Flüssig. Ich weiß gar nicht, habe ich Twitch überhaupt. Doch, Twitch habe ich offen. Ich frage mich gerade nur, warum mein Streaming-Programm 5-mal offen ist. Aber okay. Gefühlt ist alles 5-mal offen. So. Wie gesagt, so läuft alles wunderbar. Aber wie gesagt, mit dem Rendern, das klappt halt nicht. Das will er nicht. So, das wäre dann das nächste Gehege. Das würde ich aber beim nächsten Mal erst machen. Alter, der Park ist aber jetzt auch schon gewachsen, ne? Speichern. Unbedingt speichern. So, ich würde dann einmal ganz kurz in die Pause gehen. Und dann würde ich gleich das nächste Spiel für heute machen. Warum ist hier eigentlich immer genau da voll? Weiß ich auch nicht. Wenn du mal das gleiche geöffnet hast. Nehme ich da generell nicht so aus. Nee. Ich habe gerade im Taskmanager geguckt, wo mein Programm 5-mal offen ist, obwohl es hier in der Leiste nur einmal auf ist. Aber alles gut. Solange alles läuft, ist kein Problem. Warum ist es genau da so voll? Gibt es da irgendwas Besonderes? Für die Twitch-App meinst du? Für den Browser, für die Seite. Glaube ich. So. Wir schauen uns noch einmal die wunderschönen Wüstenfüchse an. Und danach gehe ich einmal ganz kurz in die Pause. Oh, ihr seid so süß. Als hätte er mich gehört. Oh. Gott, ist das süß. Irgendwie knuffig. Weil die hier sehen noch nicht verschieden aus, ne? Manche Tiere sollen nämlich verschiedene Fellfarben haben. Bei denen trifft es auf jeden Fall noch nicht zu. Schade. Der hat einen Volumenfresser. BTS.
Also auch mit Discord habe ich tatsächlich kein Problem.